Leider sind wir voll in unserer Reise drin, also Pech gehabt, ja. Ich gehe jetzt einfach, ich hoffe wirklich, ich werde nochmal geheilt. Eigentlich heilt einen Sonne und Mond immer vorher. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Dann lassen wir uns halt kurz von Hala zerreißen und dann probieren wir nochmal. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der Prüfung der Vegetationshöhle. Gute Arbeit. Ich nehme an, du bist hier, um dich mit dem Inselkönig zu messen. Also gut, Alice. Du und dein Cosilla, seid ihr bereit, gegen mich anzutreten? Dennis! Bist du bereit? Eigentlich nicht, nein. Ich werde echt nicht geheilt. Ach, komm schon. Kein Problem, ich freue mich einfach alle, soweit du bereit bist. Du wirst geheilt? Oh, okay. Dann vertraue ich jetzt auf diese eine Aussage. Diesen Kampf habe ich sehnsüchtig erwartet. Jetzt bin ich gespannt, ob ich geheilt werde. Endlich ist der Augenblick gekommen. Ich möchte mich dir erneut vorstellen. Trainer auf Inselwanderschaft. Ich bin Hala, der Inselkönig von Mele Mele. Na gut, wollen wir beginnen? Auf dich wartet die letzte Prüfung von Mele Mele, der Pokémon-Kampf gegen den Inselkönig. Mit anderen Worten, die große Prüfung. Also, Alice, zeig mir die ganze Kraft, die in deinen Pokémon steckt und beweise, dass du würdig bist, den Glitzerstein von Kapuriki zu tragen. Den Glitzerstein! Ich werde mich nicht zurückhalten. Der alte Hala wird dir zeigen, was in einem richtigen Inselkönig steckt. Möge die geile Prüfung beginnen. Okay, ich bin gespannt. Denn es ist breit. Denn es ist immer breit, Leute. Er macht ein ganzes Erdbeben mit seinem Stampfer. Oh, Macholo. So, und mein Team sieht geheilt aus. Jawohl, alles cool. So, aber Dennis, du bist noch ganz frisch und niedlich und unerfahren. Also wie im echten Leben. Deswegen kann ich dich jetzt hier leider nicht kämpfen lassen. Razor Channel 15, was ist das denn passiert? Das Problem ist, es wird eh alles Gewalter machen müssen, weil mein Team eine heftige Kampfschwäche hat, wie ich gerade merke. Ups. Na gut. Ich werde mich nicht zurückhalten, eine Lüge. Ja, stimmt schon, wenn man bedenkt, was er später bei der Top 4 einsetzt. Vergeltung. Alter, der Schaden. Okay, wisst ihr was? Wir machen Gewalter Solo Run. Gewalter Solo Run. Hoffe ich jedenfalls, ehrlich gesagt. Ich meine, ich habe den Ruheort noch zur Not drauf. Die Vergeltung war nicht mehr geboostet, ja, deswegen habe ich auch gerade ein bisschen Angst. Was macht der? War das Energiefokus? Ich glaube schon. Ja, Yasui bekommt Probleme. Nö, ich habe Gewalter. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Ich habe leider Gewalter. Use Gewalt. Mehr als mein Neubad gecarried. Ja, das stelle ich mir auch ziemlich gut vor. Nicht ganz so gut wie Gewalter, aber gut. Ja, Gewalter halt einfach heftig. Levelt einfach hart davon. Marco Hipster. Gewalt ist keine Lösung. Gewalter schon. Ja, Wurmel habe ich damals auch benutzt in meinem ersten Playthrough. Gewöhn dich an, dass mein Team kann nichts machen. Okay, Gewalter. Ja, also aktuell ist diese Situation schon häufiger eingetroffen. Dass Gewalter der Einzige war, der irgendwie was reißen konnte. Und es wird auch hier so sein. Ja, GG, Hala. Gewalter regelt. Kommt jetzt die Z-Attacke? Ja. Sieht ja nicht irgendwie anders aus? Nee, ne? Das sind wahrscheinlich 1:1 die gleichen Animationen. Marco Hipster meets Gewalter, das Battle der Giganten. Ja, die haben schon immer ziemlich coole Namen sich daraus gesucht. Gewalter! Mensch, der Damage. Fast Angst gemacht. Bei mir ist Mizuna gewonnen. Hatte mein Team von Anfang an geplant. Mein erstes Mitglied war der zweite. Das wollte ich euch so ein bisschen. Macht ihr das? Also wer von, beziehungsweise ein paar von euch sicherlich. Aber wer von euch macht das? Weil ich wurde also bisher noch nicht gefragt. Und ich kann auch sagen, nein, mache ich nicht. Ist die Antwort auf das, was ich gleich euch fragen werde. Wann war das denn? Zu Sonne und Mond vor allem. Da haben mir ganz viel erzählt, dass ihr komplettes Team auch von vorne bis hinten durchplant, was sie wann fangen und ins Team nehmen und so weiter. Macht ihr das? Plant ihr euer Team durch?
Habe ich auch bei ganz vielen Let's Playern gesehen, dass sie das machen. Haben wir so auf Twitter dich mal ausgetauscht. Ja, ich werde das so machen und dann... Hey Chris, was machst du? Und ich dann so... Spontan. Ja, mache ich. Krass. Ja, sehr durchwachsen, aber scheinen echt viele zu machen. Interessant. Cool, cool. Ho, ho, ho. Ich habe nichts anderes erwartet. Du, deine Pokémon hier, seid voll krass. Ricky, aber ich heiße nicht Ricky. Oh, scheint, als hätte Capuriki unseren Kampf gefallen. Ich vermute, Capuriki kann es kaum erwarten, selbst herauszufinden, wie stark du und deine Pokémon geworden seid. Ich möchte diesen Z-Kristall bereichern, damit kann ein Trainer seine Kräfte auf seine Pokémon übertragen, auf das Gewalter noch mächtiger werden möge. Gewalter, 1 Euro. Ich deichsel das. Vielen, vielen Dank, Gewalter, fürs Deichseln und für deine Spende. Thank you very much. Ein bisschen. Ich nehme zum Beispiel immer Fairy Killer rein. Metang zum Beispiel. Affen sind aber auch fies. Du hältst den Battleium Z. Hey, Alina, danke dir für 7 Monate Treue und einen guten Abend wünsche ich dir. Vielen Dank. Wenn du die Z-Kraft vom Team Kampf versetzen willst, musst du deine Arme so und deine Hüfte so bewegen. Dieser Hüftschwung, Leute. Bin ganz in Ekstase jetzt. Damit wäre dein Prüfung Medi-Medi, der ersten Lese von Alola, abgeschlossen. Mit dem Stempel dieser Prüfung gehorchen dir alle Pokémon des Level 35, auch die du per Tausch erhalten hast. Selbst hinter der hellsten Sonnenstrahlen ist der Mond unser ständiger Begleiter. Dasselbe gilt für die Sonne, die nur scheinbar hinter dem Schleier der Nacht verschwindet. Viele Dinge in Alola existieren, obwohl wir sie nicht sehen können. Es liegt in uns, ihnen die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Auf deiner Reise wirst du viele Menschen und Pokémon treffen. Denke mal daran, auch in ihnen die nötige Geduld zu begegnen, um ihre nicht sichtbare Seite zu entdecken. Dann wirst du zweifellos eines Tages wieder auf Capuriki treffen. Spätestens in den Credits. Tau! Tauros, jetzt, Tauros dreht jetzt durch und zerstört die ganze Stadt. Das wäre ein geiler Plot-Twist. Nur die Ruhe, Tauros. Der Zweifelsohne, genau der. Da kommt mir eine Idee. Ich werde dich auf Tauros reiten lassen, wann immer du willst. Warum fragst du, da weil Tauros auch auf Inselwanderschaft gehen will? Tauros! Hier alles, das schenke ich dir. Gut, jetzt kommt erstmal Reittutorial, das kann ich überspringen, gepflegt. Zweifelsonne. Oder so. Ich weiß doch schon, wie das geht. Ist meine Reiterkleidung eigentlich anders? Ich glaube nicht. Apropos anders. Die Protagonistin hier, also beziehungsweise beide, männlich und weiblich, sind das die gleichen wie bei Sonne und Mond oder sind das andere? Weil ich meine, bei Schwarz und Weiß war es offensichtlich, da waren es andere, aber die sehen sich so ähnlich, dass es tatsächlich nur eine andere Frisur sein könnte. Die gleichen, okay. Ja, Tauros reiten und so weiter, kenne ich alles. Nein, das musst du echt nicht erklären, aber danke. Und Tali mit Rosa war übelst heftig am Ausrasten. Herzlichen Glückwunsch, Alice. War mir eine Freude, deine Fortschritte seit unserem ersten Treffen der Trainerschule mitzuverfolgen. Hast du mir nachgestellt? Beeindruckend, dass du ohne die Zeitkraft gewinnen konntest. Na, geht so. Ui, wär's, wenn du in Alola Fotoclub ein Erinnerungsfoto machen lässt mit Tauros, dass du ein kurzer Sprint bist nach Holy City. Ich hoffe, dass deine Inselwanderschaft von Erfolg gekrönt sein wird. Eventuell. Also dann, Alice. Du sollst gleich mal ausprobieren, wie stark Tauros ist. Warum versuchst du dich mit dem großen Fels auf Route 1? Ich mach alles kaputt. Na gut, dann kriegst du von mir auch noch ein Geschenk, Mann. Wie lange streamst du heute? Bis mindestens 21 Uhr. Mit Hochschlag kannst du sicher sein, dass die KP deiner Ziele nicht unter 1 fallen. Damit kannst du viel leichter Pokémon fangen und dabei einen Pokémon, deinen Rotom Pokédex füllen. Also sollst du deiner Mutter vorbeischauen. Was hast du mal meine Mutter gesagt? Da war ich auch vorhin schon. Können wir uns am Hafen von Aroli treffen? Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Wo du schon dabei bist, solltest du auch den... Ja, Fotoclub. Oh mein Gott. Piu! Mein Redenwölkchen, mein Reden. Okay. Keine schlechte Idee, Alice. Sicher auch dein Plan, sobald du die große Prüfung bestanden hast, oder? Meinte er nicht, hätte die schon bestanden? Er hat von der kleinen Prüfung geredet wahrscheinlich, ne? Da war ja was. Legen wir los, Inselkönig. Pff,
Fotoclub. Ich habe das Gefühl, das ist irgendeine unnötige Funktion. Ihr macht alle rasante Fortschritte als Räder. Ich bin gespannt, wie weit ihr noch kommt. Oh yeah. So, jetzt muss ich aber langsam mal die Yacht startklar machen. Rührst du mir dabei, Lilly? Ach, ganz dezent, dieser Kukui. Meine Yacht. Wir wissen ja, wie die aussieht. Ist das so schön wie Pokémon? Oh oh. So. Mit FM hat Tali sogar eine Chance gegen Hala. Das stimmt tatsächlich. Süchen. Dennis. Alter, ich krieg gerade ein bisschen Augenkrebs davon, wie unausbalanciert mein Team ist. 12 bis 17. 5 Level Unterschied, Leute. Und das in meinem Team. Lima, spendet 1 Euro. Mach im Fotoclub ein Foto mit allen Stickern, die du gefunden hast. Das überlege ich mir noch, meine Lieber. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Sub, hätte ich fast gesagt. Für die Spende. Dankeschön. Okay, ich gehe mal in Harlas aus, weil ich konnte da bisher, glaube ich, nicht rein. Beziehungsweise seit ich da reingehen konnte, bin ich noch nicht drin gewesen. Lim bum 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 bum. So, was geht hier ab? Die kochen irgendwas. Voll schön. Aber ich will was geschenkt kriegen. Sumo-Training mit den Pokémon. Wetten, hier ist auch irgendwo ein Sticker. Hinter einer Wand oder so? Nee, scheinbar nicht. Scheinbar nicht, alles gut. Ich mag die Fotoklub, aber ich werde den mir gleich mal angucken. Vielleicht. Ich mag Goofa. Raus aus meiner Küche. Ach, genau. Huch. Ein neues Pokémon zum Streicheln? Ja! Geil. Okay, nach rechts drehen. Macht das überhaupt mit? Krass, dass die Bewegung Spaß macht. Nach links drehen. Das ist zuckersüß, weil es so langsam ist. Kuckucksspiel. Hä? Nochmal. Ich will das... Ups, das wollte ich nicht nochmal machen. Hier, anschauen. Sieht so derb aus, aber richtig. Wackelt vor Freude mit dem Körper. So schnell es eben kann. Ganz langsam. Ich will auch, dass es zu mir kommt und mich und sich streicheln lässt. Das ist mein Ziel. Mit allen dieser Pokémon, die man so finden kann. Irgendein Pokémon, das man streicheln kann, sitzt auf einem Sticker. Hier, siehst du mal. Dann lohnt es sich ja sogar, das zu machen. Buh! Aber es liebt mich einfach nicht, Leute. Es kommt nicht her. Muss ich vielleicht erstmal gehen und es dann nochmal neu ansprechen? Hi. Hallo, Phlegmon. Phleg. So, hier nochmal. Kuckuck. Aber war halt wieder einmal. Folgt es dir? Ich glaube, so ein bisschen. Es versucht es jedenfalls. Lalalala. Drago, das Original. I'm watching you mit der zweimonatigen Treue. Vielen Dank. Das geht aber immer noch nicht. Ey. Jetzt? Tschüss, Phlegmon. Was ist das da hinten? Folgt es mir? Es guckt mir immerhin nach. Master of Mustard Sauce. Vielen, vielen Dank, Sauces. So, vielen Dank für deinen Sub. Willkommen bei den Ultra-Glücksknilzen. Dankeschön. Oh Gott, es. Wie langsam es versucht, mir hinterherzugehen. Seht ihr das? Nochmal. Flag.
Du bist so knuffig. Aber ich komme gleich wieder zu dir, Flagborn. Was war das da draußen gerade? Habt ihr das gesehen? Irgendwas ist da draußen gerade rumgerannt. Ich werde mal kurz nach hinten gucken müssen gleich. So, ich will jetzt, dass dein Herz... Das ist das letzte Mal. Jetzt, wenn dann kein Herz kommt, dann wird Flagborn mich halt einfach niemals lieben. Dann muss ich mich damit wohl scheinbar abfinden. Nein, ich wollte mich nach links drehen. Ich bin so slow. Lieb mich! Sie liebt mich einfach nicht, Leute. Keine Liebe für mich. Sad life. So, Rotom, gib mir mal wieder irgendeine heftige Kraft. EP-Boni. Die nimmt man doch gerne. Passiert eigentlich was, wenn ich so mache? Da hinten ist Kokowai. Es dreht sich. Oh mein Gott, es dreht sich mit. Okay, jetzt aber, das letzte Mal. Yes, es liebt mich. Liebt mich. Streicheln. Erfolgreich gestreichelt. Mission abgeschlossen. Wir können weiterreisen. Wir können weiterreisen. Tschüss. Das wollte ich noch. Das ist wichtig, Leute. Das ist ganz wichtig. Jetzt habe ich, das Goofer liebt mich, das Wuffels liebt mich und das Flagborn liebt mich. Damit kann ich leben. Love it in the air. So. Oh nein, die Reitmusik, die wieder immer jede Musik übertönen wird. Warte, halt, da war noch ein Sticker in der Stadt. Boing. Einfach abgezogen. So, ich werde jetzt erstmal natürlich ein bisschen wieder rumrennen, wahrscheinlich. Beste Feature im Spiel, das Streicheln. Ja, ich finde das auch großartig. Bin ich ein großer, großer Fan von. Wie man eventuell... So minimal... Ah, Wuffels! Wie man minimal anmerken kann. Wie viele der Knuddeltierchen es gibt. Es gibt viele, entnehme ich dem. Finde ich gut. So, was ist das nochmal für eine TM? Das ist die Plage! Die Reitmusik ändert sich aber nur beim Gebietwechsel. Das war aber vorher auch schon so. Oder? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das vorher auch schon so war. Ich glaube, dem war so. Flagborn spendet 3 Euro und sagt Flagborn. Vielen, vielen Dank, Flagborn, für deine Spende. Thank you very much. War es? Ich meine schon, ja. Habe ich keinen Schutz mehr? Oder bin ich blind? Ja, ohne Schutz gehe ich da aber nicht rein. Ohne Schutz gehe ich da aber nicht rein, Leute. So. Dim, 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 dim. Also, zwar. Das war der falsche Laden, nicht Dusselchen. So. Nee, so viel brauche ich ihn auch wieder nicht. 30, vielleicht ein bisschen zu viel. Maybe. Aber passt schon. Kann man das spezielle Wuffels weiterzüchten? Also sind es dann auch die Zwielichtformen? Das ist eine sehr gute Frage, die ich leider nicht zu beantworten vermag. Keine Ahnung, aber da wird ja bestimmt jemand im Chat hier weiterhelfen können. Leute, kann man das Event Wuffels weiterzüchten? Sodass man dann die Zwielichtform bekommt. Schutzbonus, ja, da habe ich es gerade gesehen. Den Schutzbonus. Ja, man kann es züchten. Okay, da hast du die Antwort. Ja, kann man züchten. Sehr, sehr cool. Was ging das doch mal anders bei der Zwielichtform? Nur der Fuchtler oder sind die Werte auch ein bisschen anders?
Weißt du, diese Staubwolken, die waren bei Sonne und Mond schon kacke und sie funktionieren hier einfach exakt gleich. Wozu benutze ich denn Schutz, wenn das sowieso nicht funktioniert? Los, Dennis, zeig mal, wie schnell du laufen kannst. Nice. Fähigkeit Tempomacher. Was jetzt? Tempomacher oder Krallenwucht? Turbofelsen Unkonter. Hier stehen gerade 100 Millionen verschiedene Sachen drin. Zwei Angriffe mehr, zwei Init weniger als die Tagform hat. Das ist doch irgendwo einen anderen Wert besser. Also, was ist jetzt richtig? Bitte nur jemand schreiben, der es zu 100% weiß. Damit ich nicht verwirrt bin. Wolverock hat Krallenwucht und Wuffels Tempomacher. Ah. Ja, cool, cool. Funktioniert Tempomacher denn mit Turbofelsen? Ist das eine Kontaktattacke? Ich weiß es gerade nicht. Das wäre natürlich ziemlich cool. Jetzt habe ich erstmal wieder hier aus der Höhle raus. Ich habe ja extra den Schutz angeworfen, damit er nicht aktiviert wird. Wie schnell graben die überhaupt, die Viecher, dass sie so schnell bei mir sind? Ja, tut es. Das ist ziemlich geil dann. Ziemlich, ziemlich cool. Ist auch schneller und hat mehr Angriff als die anderen. Weil gerade eben wurde gesagt, die Tagesform wäre warte mal. Welche Form ist jetzt langsamer? Die Tagesform oder die Zwielichtform? Es gibt eine Staubwolf-Route 2 besonders Pokémon. Viel Glück. Ja, es gab, glaube ich, auch in Sonne und Mond. Gab es ja da auch schon irgendwie. Super früh konnte man irgendwie Brutalanda fangen oder so. Auf einem super frühen Level per SRS-Encounter oder so.